Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nightfall. So, wir haben mittlerweile den Kumpel kennengelernt, den Clowns-Typen Dingensbummens. Wir haben jetzt ein paar Probleme mit Strom. Wahrscheinlich wird die jetzt in Kürze ausfallen. Wer hätte es gedacht? Ich komme noch immer nicht raus. Die Schlüssel bekomme ich wahrscheinlich ganz zum Schluss. Einer vielleicht noch? Nein. Lasst mich inzwischen schon hier raus? Nein, lasst mich auch nicht. Immer wieder in die Garage, die ist ja am neuesten. Ist nichts. Also, auch nicht. Was war das jetzt? Auch nicht? Was ist mein Vibrator noch da? Okay, alles gut. Sherry, bist du auch noch da? Du bist der wichtigste Mann hier. Liegen da. Oh, schau, was sind Batterien? Tatsache. Ich habe schon 5 Ersatz. Natürlich! 5 Batterien, 5 Kerzen. Braucht schon mehr im Leben. Und was will er jetzt von mir? Da liegt nichts. Was, ein Telefon? Ich komme! Hi Schatz, ich bin es nochmal. Mittlerweile müsstest du eigentlich da sein. Geh doch mal bitte ran. Ich mache mir langsam ein wenig Sorgen. Schatz, bist du da? Warte, Ethan, ich leg nicht auf. Ich bin sofort da. Ja, anscheinend nicht. Okay, ruf mich bitte sofort zurück, wenn du das hier hörst. Ethan, warte! Nicht auflegen! Nein, Ethan! Ich liebe dich. Ich dich auch. Mist! Aber eigentlich liebe ich mich selbst mehr. Warte mal, lag da jetzt noch was? Mal gucken. Den Brief hatten wir schon. Hi Schatz, ich bin es nochmal. Ach so, das, ja. Mittlerweile müsstest du eigentlich da sein. Ja, ich bin hier. Geh doch mal bitte ran. Ich mache mir langsam ein wenig. Tja, schon wieder an, ne? Guckt so aggressiv. Oh, Zigaretten. Zigarren meine ich. Ja, hör mir auf. Nichts Neues. Aber jetzt kannst du ein Bier vertragen, oder? Ich mag kein Bier. Ich mag kein Bier. Achso, ist auch Bier. Kann ich eigentlich telefonieren? Mist. So, nachdem das jetzt war, müsste doch irgendwo hier ein Brief sein, ne? Aber da ist nichts. Warte, mir ist nichts, da drin liegt der alte Brief, da liegt ein alter Brief, der Brief hatten, den Brief hatten wir auch schon. Im Wohnzimmer ist hier der Befund, der Brief hier, den hatten wir ja schon. Dann gibt es noch den einen Brief hier drin im Büro, das war der erste. Ne? Ja klar, mach zu. Das komische Licht ist auch noch da. Warum auch immer. So, gibt es hier drin jetzt mittlerweile einen Brief? Nein, hier gibt es nichts.
Da müsste hier der eine Brief am Waschbecken sein. Hier drin war bis jetzt kein Brief. Ah doch, da ist er. Ich kann dich kontrollieren. Das sagen sie alle. Deine Beine, deine Arme, deinen ganzen Körper. Ich bestimme, wann du dich bewegen kannst. Das mache ich eigentlich. Du musst nur genug Angst haben. Du wirst schon sehen. Mitternacht, Geisterstunde. Ja. Aber sagen, mittlerweile gefällt mir das Spiel schon ein bisschen. Ich meine, die Synchronisierung ist nach wie vor ein bisschen. Aber sonst ist ja nicht so schlecht das Spiel. Ein kleines bisschen gruselig. Es ist 0 Uhr, noch 6 Stunden bis Tagesanbruch. Es hat aufgehört zu regnen. Da war Rumpel, Rumpel. Nichts hier. Gerrit, aber auch noch. Du gehst auch nicht schlafen, oder? Die Katzen. Ach so, jetzt geht's wieder. Jetzt haben wir ein bisschen durch die Gegend spaziert wieder, bis was passiert. Das Licht funktioniert auch wieder einwandfrei. Oh, muss man unbedingt was trinken? Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, aber ich mache es mal. Irgendwas? Nö. Ja, geht zu. Na. Geht einfach selber zu. Ich schätze mal, der nächste Schlüssel, der mir kommt, ist für hier, ne? Kann ich das aufmachen? Nö, geht nicht. Ey, nicht Bonzer kratzen. Da wippt er wieder. Drücke mal wieder rauf. Müsste ja noch ein Ding drin sein, Diskette. Ja, das ist noch ein Diskette. Oh, schau, jetzt liegen sie wieder anders. Ah, die Türen können auch nicht mehr auf und zu, ne? Das ist auch schon vorbei. So, wie spät ist denn eigentlich? 6 Minuten ist vergangen, wahrscheinlich dauert es ein bisschen noch. Ich mach mal eins auf. Hängt schon Schlüssel hier? Ne, hängt noch nicht hier. Lebst du noch? Oder wohnst du schon? Oh, wie schreckt, Alter, jetzt! Okay, es kommt doch noch. Ja,
Naja. Ja, das sieht nur so aus, toll. Also die Zeit zu überbrücken, das hätten sie irgendwie besser lösen können. Wie spät haben wir es denn schon? Jetzt müsst ihr gleich was anfangen. Also er hat's gesagt. Ja, von hinten. Das muss man jetzt umstellen, so. Ja, noch besser. Vergesse ich immer. Ja, wo war das bis jetzt? Hier? Ne? Hier auch nicht. Oder war der oben im ersten Stock? Dieses Dreieck könnte doch tatsächlich von dem Dinger sein. Von dem Spiel, oder? Das sieht doch aus so, oder? Ne, sieht nicht so aus. Nein, Joey ist schon wieder aus seinem Käfig abgehauen. Ich hoffe, ich finde ihn schnell wieder. Hat er schon immer drei Stofftiere drin? Ist er wieder in der Küche? Alter, ich muss ihn. Hä? Da ist ja nichts. Also die Lampe ist das Licht, Alter. Ich dachte, was kommt da raus? Nein! Nein! Oh Gott, wie ekelhaft. Das fasse ich nicht an. Was sind deine Emotionen? Das war Jerry! Das fasse ich nicht an. Der arme Kerl. Mit noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Schwein! Was wird denn das? Aha. So, das heißt, ich muss jetzt wieder einen Brief finden. Oh Gott, im Himmel. Hier nicht. Nicht. Warte mal, da hinten tropft vielleicht. Ist jetzt da doch was im Bad drinnen. Da ist kein Wasser drin, aber es tropft trotzdem so. Okay. Machen wir wieder zu bis 70. Dann schauen wir den neuen Raum.
auch nichts. Hier was Neues? Da ist nur der eine Brief. Oh, komm, den anderen finden. Jetzt gehen bald die Räume aus. Ja, den hatten wir auch schon. In den beiden Räumen war noch keiner. Oh Gott, Jerry, du bist hier. Oh, er lebt noch. Aber wenn du hier bist, was ist dann in der Mikrowelle? Das ist egal. Jerry lebt. Das Wichtigste. Ich guck nochmal in die Mikrowelle. Das möchte ich nicht in die Mikrowelle stecken. Ja. Ach Gott sei Dank. Da sind schon wieder Schritte. So. Wo ist der Brief? Wo ist er denn? Put, 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 put. Oh, das ist ein Riesenball. Oh, schreck mich nicht so, du Affe. Mach wieder zu. Ja, was soll ich jetzt noch gucken? Raus komme ich nicht. Hier drin ist nicht. So, das schau schon an. Will du kurz gucken? Geh weg. Danach wird zu, ne? Ja, der ist zu. Scheibenkleister. Machen? Ja, kann ich zumachen, schau. Am letzten blöden Abend bin ich durch das Viertel von Union Hills gekurft, um festzustellen, dass die Störung von einer Oberleitung ausgeht. Das ist bunt. So noch gleich? Ich wollte Molly sowieso nicht wehtun. Ah, ja. Ihr seid auf meinen Trick reingefallen? Ich lasse euch nicht gehen. Ihr seid wie die Kinder, die ich nie hatte. Du wirst ja nie wieder kriegen. Mich irritiert das, warum dir das Tropfen ist. Kann aber nichts an. Jawohl. Das Tropfen ist auch aus.
Na gut, dann suchen wir nochmal die Räume. Oh, was hat er jetzt gemacht? Ausgeschaltet. Das wollte ich nicht. Da ist nicht. Jetzt mache ich jetzt aber auch die Dinge jetzt auf. Weil es ist das erste Mal, dass so ein Brief in der Schublade ist. Ja, komm, jetzt machen wir mal voll. Nichts. Hör mir zu. Ich glaube, ich habe was gehört. Boah, Streichhölzer gibt es jetzt aber genug. Batterien auch. Das Event war mit Cherry, aber hier ist nirgends ein Brief. Ach schon, hier. Es wird einen Zusammenhang zwischen den Morden vor 4 Jahren und dem Verschwinden von Valerie und Mike Harson geben. Schon damals wurden Kinder mit Spielzeug und Süßigkeiten gelockt. Wenn das nicht geholfen hat, griff der Täter zu drastischeren Maßnahmen und bedrohte die Haustiere, was die Kinder zwang, in den Eiswagen zu steigen. Sie liebten ihre Tiere so sehr. Ja, bis auf du. Als die ersten Eltern der Opfer dem Mörder auf die Spur kamen, tötete er auch die Erwachsenen. Wurde nie gefasst. Seit 4 Jahren keine weitere registrierte Tat. Der stirbt. Das ist nicht dann. Ey. Lag der Brief eigentlich vorher auch schon da? Ich hab den nicht gesehen. 0:30 Uhr, ja, noch 5,5 Stunden müssen wir überleben. Alles klar. Jerry, bist du hier? Sehr schön. Leute, das war's mit der Folge. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch wie immer ein Like oder einen Kommentar da oder vielleicht unten einen Kommentar. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.